Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema wirtschaftswissenschaftliche Anwendungen von kontinuierlichen Zahlungsströmen. Da wir ja mittlerweile gelernt haben, dass kontinuierliche Zahlungsströme sozusagen das stetige, kontinuierliche Gegenstück zur diskreten Rente sind, können wir damit auch im Prinzip die gleichen Fragen wie bei der Rentenrechnung beantworten. Wir müssen uns also jedes Mal bei der Fragestellung anschauen, geht es hier um die Berechnung von einem Barwert oder von einem Endwert, und dann können wir damit die entsprechende Gleichung aufstellen und gegebenenfalls nach der gesuchten Größe auflösen. Schauen wir uns hier also mal die erste Aufgabe an, die ganz explizit rein mathematisch noch formuliert ist. Wie hoch ist der Endwert eines Zahlungsstroms mit der konstanten Rate a von t gleich 2000 und dem Zinssatz c gleich 0,05 nach 10 Jahren? Also wir zahlen über 10 Jahre hinweg mit einer konstanten Rate von 2000 Geldeinheiten pro Jahr ein und wollen also wissen, wie viel kommt da am Ende heraus? Und zu beachten ist aber, dass diese Zahlungen kontinuierlich passieren und eben auch schon kontinuierlich verzinst werden. Und wenn wir als ersten Anhaltspunkt vielleicht mal ganz naiv ohne Zinsen rechnen, dann würden wir erwarten, dass wir in 10 Jahren mit 2000 Geldeinheiten pro Jahr 20.000 Geldeinheiten herausbekommen. Aber durch die kontinuierliche Verzinsung muss es jetzt natürlich etwas mehr werden. Schreiben wir uns das also einmal hin. Wir wollen k von 10 bestimmen. Das ist unser Endzeitpunkt, groß T gleich 10. Und das ist unser Kapital, bei dem wir starten. Ist hier kein Startkapital formuliert, also k von 0 ist einfach gleich 0. Brauchen wir hier gar nicht hinzuschreiben. Und dann haben wir das Integral von 0 bis 10 über den konstanten Zahlungsstrom von 2000 mal e hoch 0,05. Und aufgezinst wird über die Restlaufzeit 10 minus t, wenn wir uns gerade zum Zeitpunkt t befinden. Dann können wir einmal den konstanten Faktor 2000 aus dem Integral rausziehen. Und wir können hier den Exponenten unserer e-Funktion vielleicht noch ausmultiplizieren. 0,05 mal 10 ist 0,5 minus 0,05 mal t dt. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Stammfunktion bestimmen, an den Grenzen von 10 und 0 einsetzen und zum Schluss noch mit 2000 multiplizieren. Haben wir also 2000 mal, und dann brauchen wir die Stammfunktion. Die Stammfunktion von e hoch irgendwas Lineares ist einfach wieder e hoch dieses lineare Ding. Und dann müssen wir aber noch mit dem Kehrwert der inneren Ableitung multiplizieren. Die innere Ableitung ist minus 0,05 mal t. Und wenn wir da mit dem Kehrwert multiplizieren, ist das minus 20. Und die minus 20 können wir jetzt hier auch noch wieder rausziehen, wenn wir wollen. Wir bekommen dann also, ich schreibe mal hier oben weiter, wir bekommen dann minus 40.000, wenn wir die minus 20 herausziehen, multipliziert mit. Und dann müssen wir einmal an der Stelle 10 einsetzen. Da bekommen wir 0,5 minus 0,5 heraus, also e hoch 0, mit anderen Worten 1. Und dann bekommen wir minus das ganze e hoch 0. Wenn wir t gleich 0 einsetzen, bleibt noch e hoch 0,5 übrig. Und dann müssen wir also minus 40.000 mal 1 minus e hoch 0,5 in den Taschenrechner tippen und ausrechnen und kommen damit auf das Ergebnis. Ich klicke mich hier auf den Folien einmal weiter. Auch hier ist das im Prinzip so gerechnet worden und eingesetzt worden. Und da bekommen wir dann als Endwert knapp 26.000 Geldeinheiten heraus. Auf den Folien habe ich hier die generelle Rechenregel zum Integrieren von Exponentialfunktionen hoch etwas Lineares nochmal hingeschrieben. Und das heißt also, naiv, ohne Zinsen hätten wir gerechnet 10 mal 2000, wären wir bei 20.000 gewesen, aber durch die Verzinsung kommen wir hier auf knapp 26.000.
Einen weiteren Vergleich, den wir auch noch anstellen könnten, wenn wir wollten, wäre hier die diskrete Rechnung anzustellen. Ja, wenn wir sagen, wir rechnen das einmal als einen, beispielsweise als einen als eine nachschüssige Rente, dann würden wir sagen, wir möchten den Endwert bestimmen, brauchen also den Aufzinsungsfaktor Q gleich 1,05 und der Endwert nach 10 Jahren wäre dann nichts anderes als 2000. Wenn wir nachschüssig rechnen, müssen wir nicht einmal mehr aufzinsen und müssten eben sagen 1,05 hoch 10 minus 1 dividiert durch 1,05 minus 1. Und das müssten wir dann nochmal in unseren Taschenrechner eintippen und ausrechnen. Mache ich also hier einmal in meinem R 2000 mal 1,05 hoch 10 minus 1 in Klammern dividiert durch 0,05. Und da würden wir dann auf einen Endwert von 25.155 kommen. 25.155, und so weiter. Und da sehen wir, dass also durch die kontinuierliche Verzinsung kommt etwas mehr raus als bei der diskreten Rentenrechnung, aber im Prinzip sind wir in derselben Größenordnung. Ja, also die beiden Methoden machen was eng Verwandtes, aber durch die kontinuierliche Rechnung bekommen wir halt ein klein bisschen was anderes heraus. Dann gehen wir hier einmal weiter zur nächsten Musteraufgabe. Die Frage ist hier, wie hoch muss eine konstante Tilgungsrate sein, damit eine Schuld von 50.000 Geldeinheiten nach 10 Jahren getilgt ist? Zu rechnen ist mit einem nominellen Zinssatz von 5%. Also wir haben eine konstante Tilgungsrate, a von t ist gleich a. Wir haben einen nominellen Zinssatz von 0,05. Und die Laufzeit ist gleich 10. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir mit dieser Schuld von 50.000 Geldeinheiten umgehen? Man kann das Ganze jetzt über den Endwert oder über den Barwert lösen. Eine Möglichkeit ist zu sagen, zu Beginn unseres Zahlungsstroms haben wir Schulden von 50.000 Geldeinheiten. Und die tragen wir über die Zeit hinweg ab und möchten dann nach 10 Jahren auf einem Endwert von 0 sein. Das ist eine Möglichkeit, da dran zu gehen. Das ist das, was ich auf den Folien gleich stehen haben werde. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich betrachte jetzt zukünftige Rückzahlungen und deren Barwert soll bitte 50.000 sein. Dass also derjenige, der Gläubiger, der diese 50.000 Geldeinheiten verleiht, dass der indifferent ist zwischen jetzt 50.000 Geldeinheiten herzugeben und diese zukünftigen Rückzahlungen zu bekommen. Ja, also ich sage hier einmal das B von 10, der Barwert bei einer Laufzeit von 10 Jahren, der soll 50.000 sein. Aber wir sehen, die Argumentation über den Endwert kommt auf genau dasselbe Ergebnis. Dann nehmen wir also unsere Barwertformel her und sagen, 50.000 soll sein gleich. Wir haben jetzt keinen Anfangsstand. Zu Beginn hat es noch keine Rückzahlung gegeben und integrieren auf von 0 bis 10 über e hoch minus 0,05 mal t mal a dt. Ja, weil es jetzt um den Barwert geht, muss ich hier abzinsen, e hoch minus 0,05 mal t. Und zwar muss ich da den konstanten Zahlungsstrom in Höhe von a muss ich jeweils abzinsen und dann aufintegrieren. Und das Ganze möchten wir jetzt nach dem a auflösen. Und das ist gar nicht so schwierig, weil wir können das a einfach herausziehen. Das ist das a mal das Integral von 0 bis 10 über e hoch minus 0,05 mal t dt. Und dann kann ich also die 50.000 einfach durch dieses Integral hier durchdividieren. Und als Nebenrechnung
machen wir uns dann also nochmal dieses Integral auf. Es ist im Wesentlichen genau dasselbe, was wir im vorigen Beispiel auch schon gerechnet haben. Was kommt da heraus? Die Stammfunktion von e hoch was Lineares ist wieder e hoch dieselbe lineare Funktion. Und ich muss aber wieder mit dem Kehrwert der inneren Ableitung, also 1 durch minus 0,05 multiplizieren. Das ist also wieder minus 20. Und dann muss ich auswerten an den Stellen 10 und 0. Und wenn ich das an der Stelle 10 mache, bekomme ich also minus 20 mal e hoch minus 0,5. Wenn ich für 10 einsetze, minus 1, weil e hoch 0 ist dann 1. Und dann muss ich also das in den Taschenrechner eintippen und 50.000 durch diesen Wert dividieren und dann komme ich auf das entsprechende Ergebnis. Ich klicke mich hier nochmal durch die Folien durch, sodass wir das alles nochmal sauber da stehen haben. Hier ist der Ansatz also umgekehrt gemacht worden. Das hatte ich eben ja schon angekündigt. Hier habe ich gesagt, ich starte mit einem Schuldenstand von 50.000 und der Endwert nach 10 Jahren soll 0 sein. Ich möchte diese Schulden abtragen. Naja, und dann muss ich also mit der Endwertformel rechnen, muss also meinen Anfangsschuldenstand aufzinsen und ich habe dann meine Tilgungszahlungen, die dann negativ sein müssen. Und die werden auch aufgezinst mit der Restlaufzeit. Und dann kann ich also einmal durch e hoch 0,5 durchdividieren, weil das sowohl hier als auch hier implizit mit drin steht. Sprich, ich zinse ab und dann habe ich genau die Gleichung da stehen, die ich mir vorher über die Barwertformel überlegt habe. Ja, also dieses hier wäre über den Endwert argumentiert. Dieses hier ist über den Barwert argumentiert. Kommt aber genau das Gleiche bei heraus. Ich muss dann ausrechnen, a ist das Verhältnis aus 50.000 dividiert durch das bestimmte Integral und das sind diese minus 20 mal e hoch minus 0,5 minus 1. Und wenn ich das einsetze und ausrechne, komme ich auf einen Wert von 6.353,74 Geldeinheiten. Ja, auch hier, damit wir uns wieder grob verorten, wo wir da umhergehen, wenn wir keine Zinsen tilgen müssten, dann bräuchten wir nur 5.000 Geldeinheiten pro Jahr zurückzahlen, weil dann hätten wir nach 10 Jahren 50.000 Geldeinheiten gezahlt. Dadurch, dass wir aber auch die Zinsen unserer Schulden mit abtragen müssen, müssen wir mehr zurückzahlen. Wir müssen also mehr als 5.000 zahlen und da kommen wir hier bei 6.353 Geldeinheiten an, die wir kontinuierlich zurückzahlen müssen. Gut, letzte Aufgabe, letztes Anwendungsbeispiel. Herr Meier zahlt für seine Altersvorsorge pro Jahr steigende Beiträge ein. Die beginnen mit 10.000 Geldeinheiten jährlich und 1.000 Geldeinheiten anwachsen. An Bankzinsen erhält Herr Meier 8% pro Jahr. Man berechnet mit einem kontinuierlichen Zahlungsmodell den Endwert der Zahlungen nach 30 Jahren. Gut, sortieren wir auch das mal. Wir haben hier im Prinzip eine Fragestellung wie bei einer ganz klassischen Rentenzahlung. Man zahlt in eine Altersvorsorge ein, aber anders als in der klassischen finanzmathematischen Rente sind die Zahlungen nicht konstant, sondern wachsen über die Zeit an. Und das ist gerade bei der Altersvorsorge nicht ungewöhnlich, weil in dem Zeitraum auch häufig das Gehalt ansteigt und man halt irgendeinen Anteil des Gehalts einzahlt. Und hier sollen wir jetzt also nicht diskret rechnen mit pro Jahr wird irgendwas gezahlt, sondern wir rechnen das wie mit einem kontinuierlichen Zahlungsstrom, dass wir beginnen mit 10.000 Geldeinheiten und dann kommen aber pro Jahr 1.000 Geldeinheiten dazu. Also wir haben einen linear steigenden Zahlungsstrom von 10.000 plus 1.000 mal t. Die Zinsen. Da rechnen wir also hier im kontinuierlichen Fall mit einem nominellen Zinssatz von 8% pro Jahr und der Endzeitpunkt ist 30 Jahre. Ist also jetzt der Herr Meier vermutlich in seinen 30ern und
geht von seiner Pensionierung in 30 Jahren aus und zahlt also dieses hier über diesen gesamten Zeitraum ein, um sich damit dann hinterher die Altersvorsorge zu finanzieren. Uns interessiert jetzt also, was ist der Endwert all dieser Zahlungen nach 30 Jahren? Und dann setzen wir das in unsere Endwertformel ein. Der Endwert K von 30 ist gleich der aufgezinste Anfangswert. Einen Anfangswert haben wir hier wieder nicht stehen. Also das hatte ich vorher auf der Folie vergessen einzutragen. K von 0 ist gleich 0. Der geht an der Stelle mal ohne einen Kapitalstand in der Altersvorsorge los. Und dann haben wir das Integral von 0 bis 30 aufgezinst über die Restlaufzeit, jeweils die Zahlung von 10.000 plus 1.000 mal T. Und dann machen wir das, was wir vorher auch immer gemacht haben. Wir multiplizieren mal die einfachen Sachen aus. 0,08 mal 30 sind 2,4 und minus 0,08 mal t habe ich also hier den Exponenten in meinem Aufzinsungsfaktor ausmultipliziert. Und dann muss ich das Integral bilden über diesen Aufzinsungsfaktor mal 10.000 plus Aufzinsungsfaktor mal 1.000 mal t. Ja, und dann können wir die Linearität des Integrals ausnutzen und können das aufteilen in zwei Teile. Aufzinsungsfaktor mal 10.000 plus Aufzinsungsfaktor mal 1.000 mal t. Und jeweils den konstanten Faktor ziehen wir nach draußen, die 10.000 ziehen wir raus und die 1.000 ziehen wir raus. Und haben also hier wieder so ein Integral vom gleichen Typ, was wir vorher schon zweimal integriert haben. E hoch eine lineare Funktion. Da wissen wir jetzt, wie das geht, wie wir dieses bestimmte Integral ausrechnen müssen. Aber hier rechts habe ich jetzt eine neue Art von Funktion stehen. Und zwar habe ich auch wieder diese lineare Funktion da stehen. E hoch 2,4 minus 0,08 mal t. Aber das Ganze dann noch mal t. Und hier kann ich jetzt nicht einfach Summenregel oder sowas machen, dieses hier integrieren und dieses hier integrieren, sondern ich brauche die Stammfunktion von diesem Produkt, damit ich dieses Integral ausrechnen kann. Und in den Integrationsregeln, die wir bisher kennengelernt haben, kam dieser Funktionstyp nicht vor. Wissen wir also noch nicht, wie die Stammfunktion aussieht. Und wenn man sich das zu Fuß herleiten möchte, bräuchte man dafür kompliziertere Integrationsregeln, sogenannte partielle Integration, damit man das machen kann. Verwende ich hier auch nicht, sondern ich schreibe stattdessen die Stammfunktion einmal hin und dann überzeugen wir uns, dass das auch wirklich die Stammfunktion ist. Und zwar, wenn ich etwas habe vom Typ x mal e hoch a mal x plus b und das soll ich integrieren, dann schaut die Stammfunktion folgendermaßen aus. X dividiert durch a minus 1 durch a Quadrat und das Ganze mal e hoch a mal x plus b und dann kommt unsere übliche Konstante noch dazu. Wie man darauf kommt, ist eben schwieriger zu sehen. Wir können uns aber zumindest leicht davon überzeugen, dass dieses hier auch richtig ist. Ja, indem wir jetzt mit unseren Ableitungsregeln schauen, ob wenn wir dieses hier ableiten, wir wieder die Funktion hier vorne erhalten. Machen wir das einmal. Leiten das also ab und dann die Konstante fällt beim Ableiten weg. Das ist einfach, um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Und dann haben wir hier ein Produkt stehen und können wir also Produktregel machen. Leiten wir also einmal diese Funktion hier nach x ab und die lassen wir stehen. Und das hier ist dann einfach was Lineares. 1 durch a mal x minus 1 durch a Quadrat. Also a ist irgendeine Konstante und x ist die Variable, nach der wir ableiten. Und die Ableitung davon ist dann 1 durch a und das e hoch a mal x plus b lassen wir stehen. Dann lassen wir diese Funktion hier stehen und leiten die hier ab. Haben also x durch a minus 1 durch a Quadrat mal e hoch a mal x plus b. Und müssen dann noch mit der inneren Ableitung multiplizieren. Da kommt nochmal ein a dazu. Wenn ich das hier mache, kann ich das a, sehen wir schon, gegen das hier in den Klammern auch kürzen. Das fällt weg. Und dann habe ich da stehen x minus 1 durch a. Und hier habe ich 1 durch a stehen. Das kann ich also zusammenfassen. Habe ich 1 durch a plus x minus 1 durch a. Das fällt auch gegeneinander weg.
Und dann bleibt am Stück am Schluss übrig x mal e hoch a mal x plus b. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Ja? Weil, wenn wir diese Funktion ableiten, wir diese Funktion herausbekommen, ist dieses hier eine Stammfunktion von d. Okay, also zurück zu unserer eigentlichen Fragestellung. Wir wollten ja jetzt den Endwert dieses Ansparvorgangs bestimmen und dafür brauchten wir dann auch ein Integral von diesem Typ hier. Wir haben zunächst das Integral, was wir vorher schon mehrfach gelöst haben, nur e hoch lineare Funktion. Da wissen wir im Prinzip, wie das geht. Und das zweite Integral, das können wir jetzt eben auch ausrechnen. Da brauchen wir also x dividiert durch a. Unser a, die Steigung im linearen Term, ist minus 0,08 minus 1 durch a Quadrat. Und das a ist wieder minus 0,08 jetzt hier zum Quadrat. Und die e-Funktion lassen wir dann stehen. Muss man dann an den Grenzen von 30 und 0 einsetzen, in den Taschenrechner tippen und ausrechnen. Das dauert also ein klein bisschen, muss man viel tippen im Taschenrechner, aber dann bekommt man diesen Faktor hier heraus. Und dann können wir das Ganze zusammensetzen. Das war also 10.000 mal dieses einfache Integral plus 1.000 mal dieses kompliziertere Integral und dann erhalten wir einen Wert von 2.444.018. Das heißt, durch diesen linear steigenden Zahlungsstrom über 30 Jahre hinweg kann sich der Herr Meier ein Kapital von knapp 2,5 Millionen Geldeinheiten ansparen.